hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Symptome der Verschiebung. Eric Rains, 13. August 2019. Übersetzt von Antares. Symptome der Verschiebung. Erstens, stärkerer Sinn für Mitgefühl. Zweitens, Verlust der Angst. Drittens, Verlust der Polarität in der Beurteilung. Viertens, leichter wandlungsfähig. Fünftens, Akzeptanz von Licht und Dunkelheit. Sechstens, Macht, Realität zu kreieren. Siebtens, rasante Manifestation von Intentionen. Achtens, Mission im Dienst für andere zu sein. Wenn wir uns die Fähigkeiten und Fertigkeiten ansehen, die die Männer und Frauen auf dem Weg des Erwachens zeigen, dann sehen wir oft die Fähigkeit als das Endziel, die Belohnung am Ende des Weges. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass dies nichts anderes sind als Symptome eines erweiterten Bewusstseins? Was, wenn diese Fähigkeiten nichts anderes sind als eine Seele, die ihren Tempel füllt, wie Wasser, welches ein Gefäß füllt? Während die Seele in ein verkörperteres Gewahrsein hineinwächst, das Seelenbewusstsein in logischer Verbindung mit dem Gehirn. Während das Individuum auf dem Pfad des Erwachens voranschreitet, ist die Seele in der Lage, auf der Ebene des Spirit in einer viel tieferen Synergie mit der physischen Realität zu interagieren. Die Seele ist das Konstrukt der Realität. Wenn sie stärker innerhalb der physischen Realität wird, schwingen Meinung, Gefühl, Absicht und die Aktivierung des Fokus die Realität auf einer physischen Ebene, während sie durch die verkörperte Seele widerhallt. Diese super coolen Fähigkeiten sind nichts anderes als Symptome des Bewusstseins, das vollständig in den Tempel des Körpers hineinwächst. Je mehr wir unsere Leidenschaften wachsen lassen, unserer Begeisterung folgen, unsere Schatten bereinigen, Empathie und Mitgefühl praktizieren, Energien des Lichtes erschaffen und leuchten lassen, uns selbst und den Menschen um uns herum vergeben, uns entwickeln, wachsen und lieben, desto mehr verkörpern wir die Seelenebene. Je mehr wir die Seelenebene verkörpern, desto stärker existiert unsere Seele innerhalb des bioelektrischen Feldes des Nervensystems, die atomare Struktur der Realität verändernd, während wir durch sie hindurchgehen. Verwandle Blei in Gold. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.